Die Umgebung im Raum, in der eine elektrische Ladung Q1 auf eine andere elektrische Ladung Q2 einwirken kann, nennt man elektrisches Feld von Q1. Diese Ladung Q1 wirkt auf diese Ladung Q2 mit der Kraft von Coulomb, deren Stärke wir durch diese Formel berechnen können. An einem Punkt P des elektrischen Feldes einer Ladung Q1 ist die elektrische Feldstärke groß E numerisch gleich zur Coulombschen Kraft, mit der Q1 auf die Ladung von einem Coulomb wirkt, die an P platziert ist. Das bedeutet also, an diesem Punkt P setzen wir die elektrische Ladung von einem Coulomb und diese Ladung Q1 wirkt auf diese Ladung von einem Coulomb mit dieser Kraft, deren Stärke groß E berechnet wird durch diese Formel K0 mal Betrag von Q1 mal Betrag von Q2, das ist hier 1 wegen einem Coulomb, geteilt durch diesen Abstand R Quadrat. Diese Zahl E nennt man also die elektrische Feldstärke. Das ergibt K0 mal Betrag von Q1 geteilt durch R Quadrat. Aber dieser Bruch steht auch hier. Daraus schließen wir also, dass Groß F gleich ist zu Groß E mal Betrag von Q2. Also ist Groß E gleich zu Groß F geteilt durch Betrag von Q2. Wir schließen daraus, dass der Vektor elektrisches Feld gleich ist zu 1 geteilt durch Betrag von Q2 mal Vektor Kraft von Coulomb und dass die Einheit der elektrischen Feldstärke E gleich ist zu Newton pro Coulomb. Newton pro Coulomb. Wir behalten gut, dass man die elektrische Feldstärke an diesem Punkt berechnet durch die Konstante K0, also 9 mal 10 hoch 9, mal den Betrag der Ladung Q, die dieses elektrische Feld erzeugt, geteilt durch das Quadrat der Distanz R zwischen der Ladung Q und dem Punkt, an dem man die elektrische Feldstärke berechnet. Hier ist der Vektor elektrisches Feld, das durch diese positive Ladung erzeugt wird, an diesem Punkt. Ist ein Punkt weiter weg von der elektrischen Ladung, dann ist die elektrische Feldstärke kleiner. Und ist der Punkt noch weiter weg, dann ist die elektrische Feldstärke noch kleiner. So entsteht dieses Gebilde vom elektrischen Feld, das durch diese positive Ladung erzeugt wird. Die Proportionen dieser Pfeillängen ist nicht ganz korrekt, aber dieses Gebilde hilft zu verstehen, woher diese orientierten Feldlinien kommen und was sie bedeuten. Jetzt machen wir dasselbe für diese negative Ladung. Hier setzen wir ein Coulomb. Ein Coulomb wird von dieser negativen Ladung angezogen. So machen wir die gleichen Überlegungen wie hier und verstehen so sehr gut anhand von diesem Gebilde, was elektrische Feldlinien bedeuten und woher ihre Orientierung kommt. Diese zwei entgegengesetzten elektrischen Ladungen erzeugen ein elektrisches Feld, dessen Feldlinien so aussehen und an jedem Punkt des Raumes ist der Vektor elektrisches Feld tangent
zu solchen Feldlinien. Diese zwei positiven elektrischen Ladungen erzeugen ein elektrisches Feld, dessen Feldlinien diese Form haben. Auch hier gilt, an jedem Punkt des Raumes ist der Vektor elektrisches Feld tangent zu solchen Feldlinien. Diese zwei negativen elektrischen Ladungen erzeugen ein elektrisches Feld, dessen Feldlinien diese Form haben, und auch hier gilt, an jedem Punkt des Raumes ist der Vektor elektrisches Feld tangent zu solchen Feldlinien.